Parasiten wie Zecken und Flöhe sind nicht nur unangenehm und stören unsere Haustiere und natürlich auch uns selbst massiv, sie können auch schwere Krankheiten übertragen. Durch den Klimawandel bedingt kommen immer mehr Parasiten nach Mittel- und Nordeuropa und bringen Krankheiten mit, die man früher nur aus Urlaubsregionen wie zum Beispiel Italien kannte. Grundsätzlich gilt, dass man gegen Parasiten immer vorsorglich behandeln sollte, noch bevor sie Schaden anrichten können. Ist ein Haustier aber erstmal befallen, gilt immer das Tier und eventuell sogar die Umgebung zu Hause mitbehandeln. Und wie das geht, klären wir jetzt. Für die Behandlung unserer Vierbeiner gibt es zugelassene Präparate, die auf die Zecke oder den Floh wirken, aber nicht auf unseren Hund oder unsere Katze. Ganz wichtig dabei, manche Präparate sind für Hunde sicher, aber giftig für Katzen. Das liegt einfach daran, dass Katzen einen ganz anderen Stoffwechsel haben als Hunde. Achtet also immer darauf, dass das Produkt, das ihr nehmt, um euch gegen Parasiten zu schützen, für euer Tier wirklich zugelassen ist. Und wenn ihr einen Hund und eine Katze zu Hause habt, dann nehmt ein Präparat, das für beide sicher ist. Fangen wir mal mit den bekanntesten Blutsaugern an, Zecken. Die sind mittlerweile leider ganzjährig aktiv. Es gibt also, erneut dank des Klimawandels, keine Zeckensaison mehr. Bedeutet für uns, dass wir unsere Tiere auch ganzjährig schützen müssen. Dafür eignen sich Spot-Ons, Halsbänder aus dem Markt hier oder Tabletten, die es bei der Tierärztin gibt. Mit all diesen Produkten stirbt die Zecke ab, sobald sie zusticht. Moment, zusticht? Ja genau, Zecken stechen und beißen nicht. Rein gar nichts bringen übrigens Kokosöl oder andere Fette und Bernsteinhalsbänder. Und auch den Hund nach jedem Spaziergang abzusuchen, ist nicht effizient. Abgesehen davon, dass das einfach sehr, sehr viel Arbeit ist, hat sich gezeigt, dass man gerade die kleinen Zecken, die sich noch nicht vollgesogen haben, häufig übersieht. Und das nicht nur bei sehr fälligen Hunden. Theoretisch reicht ja eine einzelne Zecke, um eine Krankheit zu übertragen. Also geht bitte kein Risiko ein und nehmt ein zugelassenes, wirksames und sicheres Präparat. Nicht nur für eure Vierbeiner, sondern auch für euch selbst. Denn manche der durch Zecken übertragenen Krankheiten sind auch für uns Menschen sehr gefährlich. Es kommt mittlerweile immer mal wieder vor, dass Zecken nicht mehr auf einen Wirkstoff reagieren. Dann ist es ratsam, ein anderes Präparat mit einem anderen Wirkstoff zu nehmen und die Zecke zusätzlich manuell zu entfernen. Am besten benutzt ihr ein Hilfsmittel, egal ob das jetzt eine Zeckenzange oder eine Zeckenkarte ist. Lasst euch dazu einfach beraten. Damit entfernt ihr mit sachtem, aber stetigem Druck die gesamte Zecke. Wenn der Kopf trotzdem in der Haut bleiben sollte, ist das nicht schlimm. Den stößt der Hund oder die Katze meistens ohne große Probleme wieder ab, also keine Sorge. Am besten ist aber wie gesagt, wenn ihr ein prophylaktisches Mittel einsetzt und die Zecke beim Strich direkt stirbt und dann einfach von alleine abfällt. Kommen wir zu den zweiten Plagegeistern, Flöhe. Wisst ihr eigentlich, wie man einen Flohstich von einem Mückenstich unterscheidet? Mücken können Blutgefäße sehen und wissen deshalb ganz genau, wo sie zustechen müssen. Deshalb stechen sie nur einmal. Flöhe hingegen können unsere Adern nicht sehen und stechen deshalb in einer Reihe, bis sie auf ein Gefäß treffen. Deshalb sehen Flohstiche so aus. Flöhe stechen übrigens alles, was sie finden. Egal ob Mensch, Hund oder Katze. Trotzdem hat jede Art ihren eigenen Floh. Der Hundefloh bevorzugt zum Beispiel Hunde und sticht uns Menschen zwar einmal, sucht sich dann aber doch wieder schnell einen richtigen Hund. Das reicht aber leider oft, damit der Floh eine Krankheit auf uns Menschen übertragen hat. Außerdem gibt es noch die Flohspeichelallergie. Wenn ein Hund zum Beispiel häufiger von Flöhen gestochen wird, kann er eine Allergie entwickeln und dann jucken die Flohstiche nicht nur, sondern entzünden sich auch noch massiv. Genau deshalb ist eine strikte Behandlung unserer Vierbeiner super wichtig. Und wenn euer Hund oder eure Katze befallen sein sollte, müsst ihr auch die Umgebung mitbehandeln. Dafür gibt es extra Vernebler und Sprays. Lasst euch einfach hier im Markt zu verfügbaren Produkten beraten und egal wofür ihr euch entscheidet, stellt bitte sicher, dass eure Vierbeiner ganzjährig geschützt sind.